Herzlich willkommen zurück zu Darksiders 2. Ja, wir sind letztes Mal hier stehen geblieben auf dem schwankenden, fliegenden Schiff, wie man sieht. Da unten, seht ihr, werden wir angezogen von diese fliegenden Drachenschlangen. Und müssen jetzt hier weiter. Ich denke mal... geht's da tiefer runter? Ich denke mal hier runter. Oh, hier hält er sich sogar. So. Hier gibt es aber nichts weiter. Dann schauen wir mal, wo wir hier sind. Aha, da geht es einmal hoch. Und hier geht es einmal nicht hoch. Okay. So. Ich glaube, wir müssen darüber. Und hier ist schon wieder ein Loch. Alter, ich kann mich nicht umdrehen. Ich wollte nur mal gucken, ob hier irgendwo noch... Okay. Dann hier rein. So, da haben wir eine Tür. Hier könnten wir so rüberklettern. Ich will aber mal gucken, ob hier unten noch was ist. Sieht nicht danach aus. Okay. Jetzt ist die Frage, müssen wir jetzt hier rein? Ah, da drüben ist die Tür ja noch zu. Ich schätze mal, da ist wieder der Ausgang irgendwie. Also müssen wir wahrscheinlich hier rein. Genau. Ich habe das irgendwie anders in Erinnerung, dass man... Moment mal, wir prüfen das mal eben schnell. Also ich habe da irgendwie noch was anderes im... Kann auch sein, dass das später erst kommt, aber ich prüfe mal, auch wenn er angezeigt wird rot. Ich gucke mal, ob die Tür wirklich zu ist. Ja, die ist wirklich zu, okay. Alles klar, hat ja nicht lange gedauert, um das schnell zu checken. So. Hier sehen wir schon, dass das Zeichen hier, wo ich jetzt auf der Karte davor stehe, das scheint ein Waffenmeister wieder zu sein. Hat der Kanzler dich geschickt? Nun, Reiter, ich habe den Tod schon einmal besiegt. Und ich kann es wieder. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Natürlich nicht. Du stinkst immer noch nach Hoffnung. Du hättest dich nicht mit dem Kanzler treffen können. Erstmal frage ich. Wer bist du? Ich bin der Meister der Klingen. Und alles, was von dem Krieger aus dem Reich der Menschheit übrig ist, der einst Draven hieß. Ich hätte vor langer Zeit den Quell der Seelen passieren sollen. In der Arena habe ich meine Freiheit gewonnen. Nur, um unter das Joch des Königs der Toten zu geraten. Kanzler klingt nicht nach viel. Seit Ewigkeiten lässt seine Zunge Gift in die Ohren des Königs der Toten tropfen. Er sitzt fast auf dem ewigen Thron und er verlangt Dienste. Bei ihm können wir hier natürlich auch wieder trainieren. Da können wir, ich weiß jetzt nicht, wie viel Geld wir... Ach ja, 132.000. Je. Gleffentraining. Was er noch so hat. Training ist natürlich immer gut. Guck mal, was wir hier jetzt schon kaufen können. Machen erstmal die ganzen Trainingsdinger.
würde ich sagen. Falls wir die Waffen nämlich nochmal finden oder so, haben wir die dann... Beeindruckend. Du hättest dich in meiner Armee gut gestellt. Außerdem stehen unten ja die teuren. Ah, na, hier ist Aufsteiger. Okay, hier ist... Das kam unerwartet. Hier ist auch noch ein Training. Hier ist auch noch ein Training. Kaufen wir die letzten jetzt auch noch. Das wären nochmal 30.000. 36. 42. Uiuiui, da haben wir fast kein Geld mehr. Aber egal, Geld kriegen wir wahrscheinlich. Wir werden mal alles hier gleich wieder kaufen, wie beim... Beeindruckend. Wie beim anderen Mal. So. Und es gab auch eine Errungenschaft dafür. Zumindest haben wir die mal und vergessen dann das nicht mehr. Sonst müssten wir irgendwann mal hier nochmal her und den Rest bei ihm holen. Und so haben wir das dann wenigstens schon mal alles. So, jetzt schauen wir uns erstmal hier ein bisschen um. Kriegen wir hier auch schon gleich Geld. Haben wir jetzt jede Menge ausgegeben. So, da war nichts drin. Ich weiß aber, wenn ich hier runtergehe, hier sind noch ein Haufen Kisten. Gehen wir gleich mal. Und der Kanzler, der kommt dann da oben. Das weiß ich auch noch. Na, geh kaputt. Ich kann nicht. Unmöglich. Wieso? Ich kann nicht. Doch, ich will jetzt aber, dass du kannst. Ist immer lustig, ja, wenn es auf automatisch einsammeln ist, dass er das dann immer sagen tut. Ach nee, wir wollten ja erstmal unten rein. So. Ja, ja, jetzt hat er zwar hier schon Striche gemacht, bla bla bla. Aber das interessiert uns nicht. Wir gehen erstmal. Ich wollte ja hier unten erstmal alles. Ich glaube, hier ist auch noch mal irgendwas. Auf jeden Fall erstmal jede Menge Kohle. In jedes kleine Kistchen kann Geld sein. Da wir jetzt ja jede Menge ausgegeben haben, brauchen wir jetzt auch wieder. Weil wir... Unmöglich. Ja, ich weiß das doch. So, da drüben haben wir natürlich auch noch. Zip, zip, zip. Den kann ich auch noch mitnehmen. Da haben wir ja jetzt fast wieder unsere Zorntränke auch wieder voll. Ja, den Lebenstrank, den wird er mir auch wieder sagen. Ich kann nicht. Geht nicht. So. Kann doch hier die kleinen Kisten... Ich weiß jetzt gar nicht, ob es hier auch noch eine geheime Kiste gab, wenn man alles kaputt macht. Kann man die, die Grabsteine kann man nicht kaputt machen, okay. Ich kann nicht. Das weiß ich, tot, das weiß ich. Wie oft dann noch? Unmöglich. Ich kann nicht. So, hier haben wir auf jeden Fall noch so ein... Ach ja, wo wir Zeug geschickt kriegen können. So, können wir dich kaputt machen? Nein. Haben wir denn jetzt alles zerstört, was hier zum Zerstören ging? Unmöglich. Kann man da nicht dahinter noch gehen? Na, gucken wir mal hier. Es gab anscheinend wohl doch keine geheime Kiste. Ja, Posteingang ist leer. Das wäre dann hier quasi nochmal... wo man sich übrigens auch, wenn jetzt zwei Kumpels zusammen spielen und so, die können sich dann auch gegenseitig was schicken online. Ist auch ganz praktisch, wenn der eine schon viel besser ist wie der andere und dann sagt er, ja komm, ich schick dir hier mal meine alte Rüstung, du bist ja erst Level so und so. Na, kann er machen.
So, jetzt gehen wir mal zum Kanzler. Gegen den müssen wir anscheinend nicht kämpfen, wie mit dem anderen. Naja. So. Kein Kanzler hier, nur Wachen. Lass mich niemand durch. Stört den Fürsten der Knochen ohne Erlaubnis seines Kanzlers. Was? Da kommt er aber schon. Ein Reiter? Im Königreich der Toten? Nein, nein, das funktioniert niemals. Ich muss mit dem Fürsten der Knochen sprechen. Oh, das ist unmöglich. Mein Herr besucht sein Reich. Eine Last, die selbst die Kräfte von euch Reitern überfordert. Und welche Verwendung hast du? Ein Türstopper? Es gibt jedoch einen Weg, ihn aus seinem Schlummer zu wecken. Die Goldene Arena. Dort wird Sterblichen eine letzte Chance geboten, sich dem Grab zu entziehen. Eine Gunst, die eine Audienz beim König beinhaltet. Besiege den Champion der Arena und kehre mit seinem Schädel hierhin zurück. Seine Majestät wird dir dann eine Audienz gewähren. Und wo ist diese Arena? Mach dir keine Sorgen, Reiter. Wir sind bereits angekommen. Ja. Fragen wir ihn mal. Ach, hier ist ja... Euer König ist nicht der Erste, der hier herrscht, richtig, Kanzler? Es gab einen anderen. Eine Kreatur namens Argul. Zu verrückt, um ihn auf dem Thron zu lassen. Ich half meinem Herrn, ihn loszuwerden. Und vernichtete sogar einige seiner Diener. Tschüss. Was würde mein Herr nur ohne mich machen? Was hat Achidna mit eurem Königreich zu tun? Wie ich hörte, hatte sie ein eigenes. Das Schattenreich Isselik, ja. Wo die blinden Schwestern ihre Netze spannen. Viele Feinde meines Herrn flüchteten damals dorthin, als seine Herrschaft noch jung war. Wir jagten sie. Achidna konnte so gerade entkommen. Vielleicht suchte sie dort Unterschlupf und webt dort noch immer ihre Bosheiten. Lass mich mit dem Fürsten der Knochen sprechen. Dann werde ich euren Champion verschonen. Und dich vielleicht ebenfalls, Kanzler. Du kannst nicht erschlagen, was bereits tot ist. Aber du kannst es gerne versuchen. In der Arena. Vergiss, was ich darüber sagte, dich zu verschonen, Türsteher. Erzähl mir vom König der Toten. Seine Herrschaft ist ewig. Sein Wort ist Gesetz. Und seine Zeit ist unbezahlbar. Ich stelle sicher, dass er nur mit jenen sprechen muss, die es auch wert sind. Dann siehst du ihn wohl selten, Kanzler. Sei in der Arena vorsichtig, Reiter. Sollte dir etwas passieren, bin ich mir nicht sicher, ob ich damit leben könnte. Naja, tu mal nicht so. Aber hier, komm, du totes Sau, du. Komm hier. Ich bin ja auch der Tod. Kann ich dich ja wieder zurückschicken? Ja. Yeah. So, wir haben Fähigkeitspunkte erhalten. Den werden wir mal gleich, verteilen. Ah ja, hier hatten wir ja alles voll. Was war das nochmal? Feurige Seelen. Gute Verursachung bei Feinden im Umfeld. Zusätzlichen Feuerschaden. Feuerschaden. Was war das? Leichenexplosion. Aha. Und der war nochmal... Okay, dann machen wir erstmal hier den Feuerschaden. Ein bisschen.
Ja, so langsam füllt sich das und dann, wenn wir das da alles voll haben, dann kommen dann die Krähen ran. Die haben wir ja jetzt nur erstmal aktiviert. So, jetzt müssen wir also den Champion in der goldenen Arena platt machen. Aber der ist natürlich nicht gleich da. Ach, jetzt können wir darüber. Dann kommt das bestimmt hinter der Tür, was ich. Dann geh doch mal hoch da. Was ich gedacht habe, mich zu erinnern vorhin. So. Zeigen Sie mal. Ach, ist das schon? Ne, ist doch noch nicht die Arena. Nee. Alter. Ganz ruhig, Großer. Streitet ihr euch? Über was streiten die sich denn? So, haben wir hier noch was? Nein. Was ist das? Kann man anscheinend nicht kaputt machen. Aber das Ding hier kann man kaputt machen. So, hier scheint auch nichts zu sein. Das sieht schon komisch aus, die Viecher. Voll am Sappern. Hoffentlich müssen wir nicht gegen die kämpfen. Ziemlich groß. Ach, und wen haben wir denn da stehen? Guck mal da drüben. Da könnten wir auch übrigens die, sag schon, die, bis zum nächsten Mal. Oh, hier haben wir wieder eine. Das ist ja lange her, dass wir so eine Seite gefunden haben. Gerade mal 2 von 10. So, wieso bis zum nächsten Mal? Ich habe dich da noch gar nicht angequatscht. Ich meinte, bei denen können wir die bisher gefundenen Relikte verkaufen. Ich habe reichlich Waren, wenn du Münzen übrig hast. Mhm. Wie bist du hierher gekommen? Ein Händler kennt viele Straßen. Nicht alle von ihnen werden mit Reitern geteilt. Bitte, zieh dich um. So. Oh, hier hat er eine brutale Sense. Aber wir haben ja noch, so, verkaufen. Jetzt schaue ich mal. Ne, da wollten wir eigentlich nichts verkaufen. Hier haben wir aber... Diese hier, die kann man ihm verkaufen. 3000. Aha. Ja, das werde ich gut gebrauchen können. So, den glaube ich auch. Relikt. Gesundheitspunkte erhalten, Zornpunkte erhalten. Ah, da erhöht sich das auch noch. So, Schriftrolle der Seelen. Ich glaube, das kann man ihm gar nicht verkaufen. Aber hier haben wir noch ein Relikt. Fähigkeitspunkte erhalten. Sehr schön. Ich glaube, diese Karte... Ne, die kann ich ihm nicht verkaufen. Okay. Das ist bloß ein Hinweis für die Feuerdings da. Probe. Ja, 4 rote Steine haben wir bis jetzt und 15 von den anderen. Fehlt natürlich auch noch jede Menge. So, Fähigkeitspunkt. Hätten wir doch gleich auch noch verteilen. Ah, dann kann ich euch gleich mal die Karte auch noch zeigen. So, dann machen wir natürlich erstmal den hier voll. Hallo, ich wollte die Karte zeigen. So. So sieht das hier aus. Reich der Toten. Sind wir ja hier gekommen, wo die Brücke ist, wo wir an die Truhen noch nicht rankommen. Da oben ist der Baum. Sind wir hier lang. Dann sind wir hier rüber und hier sind wir jetzt. Genau, und hier drüben ist die goldene Arena. Ach nee, hier ist das, wo wir... genau, der Trainer. Das ist hier, aber wir sind jetzt hier drüben.
Seht ihr mal, wie groß das hier noch alles ist. Hier auf der gibt es übrigens auch eine Feuerprobe. Genau wie auf der ersten Karte. Ich glaube, die nächste hat dann auch eine. Also gibt es insgesamt, hier haben wir noch ein Labyrinth des Seelenlenkers. Ich glaube, da müssen wir auch noch mal irgendwann hin. Hier hätten wir auch noch eine Truhe. Na gut. Seht ihr mal, wie riesig das jetzt hier auch ist, dieser Abschnitt. Also hier werden wir erstmal auch eine ganze Weile beschäftigt sein. Okay. Sei gegrüßt, Mitreisender. Dann sage ich mal, ja, ich dich, du mich auch. Dann sage ich mal an dieser Stelle, weil es ist wieder so weit, sage ich mal tschüss bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Darksiders 2 und vielen Dank fürs Zuschauen.